So, ja, so wie wir letztes Mal aufgehört haben, machen wir jetzt natürlich weiter, nachdem ich meinen Timer zurückgesetzt habe. Und dann beginnen jetzt die 30 Minuten Vorsorge oder Vorerfüllen. Ich höre auf zu labern, ich kriege sowieso keinen vernünftigen Satz mehr raus. So, wir haben hier erfolgreich, wir haben verteidigen gerade den Bergpass und müssen jetzt, waren erfolgreich. Jetzt mal gucken, was passiert. Das waren aber nicht meine Wehren. Leute, kümmert euch um die Südmauer. Wir dürfen sie nicht verlieren. Gute Abwehrarbeit. Die Feinde werden fallen, lange bevor sie in die Nähe des Tores kommen. Gent sammelt weiteres Material, um die Mauer zusätzlich zu verstärken. Was war das denn? All unsere Mauern wurden dem Erdboden gleichgemacht. Was? Wie ist das möglich? Locke, du musst unsere Mauer neu errichten. Ich lasse Speer nach Hinweisen auf Sabotage suchen. Sie dürfen nicht durch dieses Tore unser Quelzlager und das Nomadencamp sind sonst in Gefahr. Punkt, Entschuldigung. Sie dürfen nicht durch dieses Tor unser Quelzlager und das Nomadenlager sind sonst in Gefahr. Tag 21. So, unsere alten Mauern waren hier so ungefähr. Die sind jetzt weg. Jetzt müssen wir wieder dasselbe machen, nämlich neue Mauern errichten. Auf den Steinen, da können wir leider nichts platzieren. Dann machen wir die einfach mal hier hin. Schöne Dreierformatierung und hier noch zwei hin, weil es mir gefällt. Dann können wir noch. Nein, wir haben nicht genug Geld. Okay, schade. Dann machen wir halt hier noch so ein Ding hin. Und arbeiten mit Fallen. Hier, der wird auf jeden Fall angegriffen sein. Und der hier. Das reicht auch erstmal mit Fallen. Wir brauchen ja anscheinend doch ein bisschen Geld. Für den restlichen Weg nehme ich mal an, sonst wäre er nicht da. Und wir starten einfach mal direkt in den Kampf rein. So, Kampf. Jetzt müssen wir natürlich hier einmal kurz außen rumlaufen, aber das ist ja kein Problem. Locke ist ja sehr sportlich. Im Gegensatz zu mir. Und da kommen sie auch schon. Die werden sich wahrscheinlich hier. Natürlich konzentrieren sich erstmal auf mich, aber die werden sich natürlich auf die zwei Türme konzentrieren. Deswegen helfen wir da mal ein bisschen aus. Sollte denn die Hitbox von den Feldern unser Mausklick akzeptieren? So, die Zauberer können uns nichts. Erst die Magier, genau, die Zauberer und Magier können uns nichts, aber die Heiler werden erst wieder ein Problem. Und das sind echt viele Leute. Da kommen ja immer noch mehr. Gott. Naja, uns wurden ja auch 300 Leute angekündigt, 300 Uhrwerker. Also, das ist hier gar nicht mal. Ah, ich will den Turm reparieren, nicht den Feind. Mann! Spiel! So, das war eben eine schöne Quelzart, aber trotzdem hat mich das Spiel einfach gerade nicht den Turm reparieren lassen, weil da anscheinend so viele Feinde vorstanden, dass ich da nicht durchgekommen bin. Und da haben wir auch schon unseren Freund, den Heiler. Okay, wir müssen jetzt mal hier. Wir dürfen irgendwie nicht diesen Turm reparieren. Das Spiel sagt nein. Dann machen wir mal den Zauberer, den Heiler weg. Und wir müssen mal auch dafür sorgen, dass hier nicht die ganzen Leute so aufgehoben werden, weil sie mich verkloppen wollen, weil sonst kommen hier immer wieder neue nach und das staut sich dann nacheinander auf, natürlich. Ja, komm, dann kann ich auch einsetzen, die Attacke. Die macht ja Gott sei Dank noch gut Damage. Zumindest zu leichten Gegnern. Bei schweren sieht das schon wieder anders aus. Gott, kamen da gerade viele.
1, 2, 3 und 1, 2, 3, 4. Oh Gott, sind da viele. Ich muss hier weg. Repariere ich lieber die Bären gegen. Ich muss auf mein Leben abpassen. Ich setze schon mal die Attacker hier ein. Ich möchte, dass mein Turm unbedingt überlebt. Nein, ich muss jetzt hier weg. Ist mir gerade so risky. Okay, jetzt können wir auch wieder gegen reparieren. So, die Zauberer halten da hinten alles auf. Das gefällt mir so jetzt nicht. So, eigentlich müssen wir die Dinger hier nicht mehr reparieren, weil wir wissen ganz genau, dass die gleich sowieso automatisch zerfallen. Sparen wir uns mal die Quells dafür. War ja klar. Wir sagen da auch gar nichts mehr zu, dass hier anscheinend unsere Sachen sabotiert werden oder was auch immer. Oder dass der Boden schon mit Sprengsätzen präpariert wurde oder was auch immer. Da ist einfach ein großes Schweigen. So. Schön taktisch platziert hier alles. Und noch eine schöne Magiefalle. Sogar noch eine. Und den Rest sparen wir uns wieder. Jetzt sollten eigentlich die Feinde hier kommen, von mindestens 4 Kanonen gleichzeitig angegriffen werden. Aber eigentlich ist, denke ich mal, das werden 6 sein. So, jetzt brauchen wir natürlich auch länger zum Laufen. Aber wir lassen die mal kommen. Bevor wir wieder unnötig sterben. Okay. Naja, die werden zumindest von 3 Kanonen gleichzeitig angegriffen. Sage ich ja gar nicht so falsch. Weil in meiner Theorie war es so, dass die hier nicht durch die Wand angreifen, sondern dass die hier erstmal in der Mitte laufen und dann angreifen. Aber die Dinger sind ja mehr oder weniger schlau. Aua, das hat sehr weh getan. Ich muss hier weg. Das Gute ist ja, dass wir jetzt auch einfach hinter den Bären uns stellen können und die reparieren können. Auch wenn wir hier gerade schon wieder durch die Kanone gelaufen sind. Muss ich mir merken, das hier. Das wusste ich vorher nicht. Das können wir zu unserem Vorteil nutzen. Denn wir müssen ja hier auch mit Bugs leben. Also können wir die uns auch genauso gut zum Vorteil machen. So, das lassen wir einfach mal die Kanonen da machen. Die kriegen das schon irgendwie hin. Aber hier kommen jetzt echt verdammt viele. Und so viel kann ich wahrscheinlich ganz gegen reparieren, wie da gleich angestimmt kommen. Aber ich kann mal hier das hier einsetzen. Dann mache ich wenigstens mal ein Allround-Damage. Okay, da habe ich mich verklickt. Schnell! Ach man. Okay, das ist gerade alles ein bisschen problematisch hier. Das sind mir dann doch vielleicht ein bisschen zu viele Leute. Die greifen alle mich gerade an und der Mage dann nervt mich richtig hart. So. Das ist hier gerade alles ein kleines Problem, würde ich es bezeichnen. Ja, soll er mir ruhig 9 Damage geben, die Kanone hilft mir schon. So, jetzt machen wir mal ein bisschen wieder Allround Damage. Das ist ja irgendwie gerade die einzige Möglichkeit, wie wir diesen Massensturm hier besiegen können. Und geht euch das Geräusch auch schon von auf den Nerven hier von den Herrn Heiler? Also mir schon. Ja, und langsam merken wir echt, dass hier bis zu 300 Leute kommen. Nein, weg. Den Bruto lassen wir auf keinen Fall ankommen. Der macht viel zu viel Damage. Okay, muss hier weg. Muss auch wieder ein bisschen Damage verteilen. Ja, das sind unsere Heiler. Verstecken sich jetzt da hinten, um die ganzen Leute zu heilen. Die Heiler sind nämlich die sind nämlich echt ein bisschen schlau. Ach komm. Ja, ich krieg den nicht geheilt, weil der wird dann da unten gegengeheilt. Ich krieg den nicht. Kämpf wollte ich sagen, nicht geheilt. Wäre scheiße, wenn ich den Gegner heilen würde. So, bitte reparieren. Schneller und stärker reparieren, schnell.
So viele Bogenschützen. Aber gut, dass wenigstens die ganzen leichten Klassen hier schnell Damage bekommen oder schweren Damage bekommen von unseren Blitzattacke. Unseren Blitzattacke. Genau, das will ich aussagen damit. Ich würde natürlich jetzt gerne auf die Magier hinten gehen, aber das Problem ist, dass da andauernd neue Uhrwerker kommen. Und die Chance sehr hoch ist, dass ich denn dadurch sterbe. So, aber diesen Run haben wir jetzt auch wieder problemlos gemeistert. Ich kann diese Wehren nicht laufend neu errichten. Wir haben bald keine Materialien mehr. Ich nehme an, dafür ist ein Pionier verantwortlich. Ein Pionier? Ja, die dringen heimlich ein, bringen Sprengsätze an und lösen Kettenreaktionen aus. Sie sind ziemlich schwer zu fassen und meistens nicht zu entdecken. Was können wir tun? Wir müssen eine Falle aufstellen und den Pionier überraschen. Ich bereite die Falle vor. Du hältst die Offensive auf. Mach ich. So, das scheint dann auch hier unsere letzte Station zu sein. Nämlich hier ist ja schon die Mauer. Aber suchen wir uns jetzt mal ein schönes Plätzchen aus für die Wehren. Kann ich ja irgendwie hier so vorplatzieren. Hier müssten wir an der Seite vorbeikommen, das ist ja kein Problem. Stellen wir hier noch ein schönes Giftgeschütz auf. Und hier tun wir mal noch eine schöne davon hin. Können wir noch eine Magiefalle platzieren? Machen wir mal. Die werden ja alle sowieso hier rauf gehen, also machen wir die mal hier hin. Damit, wenn der vor mir fällt, die wenigstens hier aufgehalten werden in dem Bereich. Und dann starten wir unser Abenteuer. Mal gucken, ob der Herr Veteran die Leute da gefasst bekommt. Den Pionier. Ja, jetzt warten wir erstmal ein bisschen, bis die Leute hier ankommen. Und ich habe auch mal nachgeguckt hier bei der Zeit. Die verlängert sich tatsächlich. Ich dachte, die bleibt die ganze Zeit bei 3 Minuten. Aber die verlängert sich tatsächlich um die Zeit, wie die Uhrwerke hier brauchen, um anzukommen. Das ist doch schon mal wieder ein unfairer Vorteil. Aber warum sollte die gute Seite auch mal einen Vorteil haben? Wenn man mal ehrlich ist. So. Den Schildfuzzi machen wir dann mal weg. Der nervt uns nur. Okay, das ist jetzt natürlich ein Problem. Das war so nicht geplant. Beziehungsweise schon, aber bloß zur anderen Seite. Ja, okay, die gehen halt echt auf die Seite, wo ich... Okay. Ich dachte halt, dass die alle nach rechts gehen, aber... Wenn die meinen, die müssen nach links gehen, dann müssen wir halt hier ein bisschen stärker reparieren. Einfach immer weiter reparieren. Das Giftgeschütz ist wichtig, das dürfen wir nicht verlieren. Und die Kanonen halten ja auch gut rein. Gut, das hier oben vorne ist vielleicht ein bisschen problematisch, wenn sich da die ganzen Bogenschützen sammeln. Ach, jetzt kommt da wieder so ein Heilfuzzi an. Ach, nö. Hier müssen wir mal kurz selbst ausschalten. Jetzt kommen da so viele. Ach man, ich mache einfach den hier. Vielleicht kriegen wir ja wenigstens einen Tod. Okay, da haben wir ein bisschen mehr Tote gekriegt als einen. Auch wenn ich die Attacke gerne aufgespart hätte für jetzt, weil es sind halt deutlich mehr Feinde auf dem Feld als gerade eben. Aber mal gucken, ob die auch alle so gut hier ankommen. Der muss weg, das ist jetzt nicht gut. Aua. Oh, vor den Hexen müssen wir jetzt keine Angst mehr haben. Und das nervt mich schon wieder so an, da würde ich am liebsten einfach gerne eine Blitzattacke hier verwenden.
Habe ich jetzt auch einfach mal gemacht. Und dieses Heilen ist gerade wirklich sehr laut. Das überhört meine Stimme. Ach man, diese ganzen Heiler. Ja, und die campen auch schon wieder die ganzen Heiler da. Wie man es auch von denen kennt. Okay, machen wir den mal weg. Der kann noch zum Problem werden. So ein 1v1 müssten wir eigentlich mit denen kennen können. Ja, komm, den Bogenschützen helfen wir unser Giftgeschütz nochmal kurz. Sind doch nur noch 30 Sekunden. Dann sprengen wird unsere Wehr hier wahrscheinlich sowieso wieder in Luft gesprengt. Oh. Kann ich auch den endlich mal wieder zu Ende reparieren hier? 9 Sekunden, da kann ich noch einmal die schöne Blitzattacke einsetzen. Weitere Feinde kommen sowieso nicht durch als die jetzt hier. Auch wenn ich mich gerade wieder richtig stark verklickt habe, aber das passt schon. 5000 Quellzeit, dann sollten wir nächste Runde auskommen. Sollten wir denn damit bauen müssen? Sieh an, sieh an. Was haben wir denn da? Deine Mauersprengtage sind gezählt. Beginnen Sprengung. Was ist passiert? Der Pionier ist uns um Haaresbreite entwischt. Du musst den Pionier aufhalten und besiegen, bevor er ganz weg ist. Nichts leichter als das. So, wir müssen den jetzt hier verfolgen, alles klar. Der macht ganz ordentlich Damage. Ja, genau. Puh. Knapp, knapp. Müssen wir leider erstmal ein bisschen regenerieren und den mal durchlassen. Und natürlich hat er auch ein paar Leute, von denen er wieder Hilfe bekommt. Unsere Leute stehen hier einfach da oben rum und sagen sich, ja, wir müssen den Pionier jetzt nicht da aufhalten. Unsere Vorleute sind dabei gestorben. Ja, Blitz scheint nicht so effektiv zu sein gegen den. Wir müssen den auch gleich mal kriegen, denn wenn er weg ist, dann ist er weg. Natürlich kommen jetzt beide Ritter. So, mehr kann ich... Okay. Reichweite, like a boss. Es regt schon auf, ja. Auf jeden Fall. Dann halt nochmal. Vielleicht müssen wir hier einfach effektiver vorgehen. Wenn wir jetzt hier weggehen, dann haben wir wieder 1, 2, 3. Jetzt gehen wir wieder weg, jetzt haben wir wieder 1, 2, 3. Und wir sind aber wieder fast gestorben, weil der Typ einfach meinte, er müsste in die Luft schlagen und wir wären getroffen. Jetzt müssen wir wieder hinterher. Wenn das jetzt nicht hilft, dann muss ich echt auf Säureschaden gehen. Das hilft ja nichts. Ist doch alles scheiße hier. Wie soll ich das denn jetzt machen? Ja, schieß halt durch die Wand durch. Kein Problem. Ja, das schaffen wir nicht mehr. Wie der auch instant getroffen hat. Das ist doch wohl kaum... Sobald ich aus dem Blitz raus bin, direkt getroffen. Direkt fast tot.
Ja, dann müssen wir jetzt auf Gift gehen. Vielleicht hilft das ja. So, dann kriegt er auch ein bisschen Damage von nix, vom Nix-Tun. Aber ich muss deutlich mehr Damage machen. Boah, diese Hexe. Weg hier. Mann! Ja, das kann jetzt noch ein bisschen dauern. Anscheinend. Wieso merkt er sich nicht einfach das, was ich ausgewählt habe? Das wäre so einfach. Ja, theoretisch können wir direkt wieder aufgeben. Wir haben ihn viel zu spät angegriffen. Und gehen jetzt wieder auf Damage. Ja, das bringt doch alles nichts hier. Der trifft uns auch wieder durch die Wand. Ja, komm, folg uns mal. Das ist ganz, gar nicht so schlecht, wenn der uns hier folgt. Nein, komm, komm zurück. Oh, dieser Bogenschütze. So, einfach ein bisschen hinter denen langlaufen. Dann geht er nicht so schnell weg. Okay, muss wieder weg. Hier kein Risiko. Ah. Na komm. Und Blitz. Das könnte diesmal was werden. Okay, muss jetzt hier weg. Vielleicht stirbt er jetzt auch durch den Gift. Sehr gut. Der ist durchs Gift gestorben. Oh, erleichternd. Wir haben es geschafft. Wir haben die Uhrwerkerarmee aufgehalten. Ein dreifach hoch auf den Archineur. Ein dreifach hoch auf den Archineur. Nur nicht so bescheiden, Kleiner. Du hast da draußen wirklich super gebaut. Ich schätze mal ja, aber ihr Jungs habt hier die Verteidigung gehalten. Ihr verdient das. Ach, jetzt nur keine Schmeicheleien. Wir kümmern uns jetzt um die verbliebenen Uhrwerker. Ja, wenigstens. Du sollst dann lieber zurück nach Antonia gehen und weitere Befehle einholen. Oh, und dieser komische Nomadentyp hat dich gesucht. Du sollst mal reinschauen, bevor du gehst. Wohl eher vorbeischauen, aber okay. Es ist lange her, dass ich einen Archineur wie dich getroffen habe. Ich kenne nur einen, den ich als noch stärker einschätze. Es heißt, er haust in einer Höhle tief in den Bergen. Diesem mächtigen Archineur bin ich ein einziges Mal begegnet. Da reist er durch unser Dorf. Und er bat mich, auf eine seltsame Kreatur aufzupassen, die er Blaukel nannte. Vielleicht wird es Zeit, ihm diese Kreatur zurückzubringen. Ich glaube, er mag dich. Ja, wegen dieses Blaukel. Gut, schön. Auf geht's, Blaukel. Auf geht's weiter in ein Dorf in Eistiger. Okay. Ich weiß nicht, wo der Seher ist, aber hier scheint ein guter Platz für ein Camp zu sein. Wir sollten ein bisschen Feuerholz sammeln. Die Nacht wird ganz bestimmt kalt. Puh, das sollte genügend Holz für das Feuer sein. Es ist so friedlich hier. Als ob die Berge den Krieg nicht bemerkten, der überall anders tobt. Hätte man das mal nicht gesagt, ey. Ich schätze, diesen Frieden nahm ich wohl einst als selbstverständlich hin.
Das scheint schon so lange her zu sein. Ich hoffe, bei dir ist alles in Ordnung, Emmy. Hä? Ein fliegender Uhrwerker? Ziel erfasst, fordere Verstärkung an. Das ist nicht gut. Ich sollte ein paar Flak-Türme errichten. Na klar. Erstmal Flaks aufbauen. Neues Geschütz. Flak. Dieses Geschütz feuert Schrapnelle ab, die fliegenden Fliegern Schaden zu fügen. Neuer Feind. Flieger. Flieger können fast jedes Geschütz Feuer meiden und Fallen zerstören. Schützen von Blauke. Okay. Wir haben 10.000 zur Verfügung und müssen, wie es aussieht, beide Seiten verteidigen. Stellen wir mal erstmal hier sowas auf und hier nochmal dann sowas. Die, ich sehe gerade die, hier müssen wir mal einen so rumstellen. Die Flak-Dinger scheinen sehr teuer zu sein. Müssen wir mal gucken, dass wir mal einen hier hinstellen, immer schön mittig, damit die auch immer treffen. Weil es kann auch sein, dass wenn hier jetzt einer ankommt, dass der nicht mehr trifft. Deswegen stelle ich auch nochmal hier einen ein. Einen auf. Und holen wieder unsere schönen Anti-Magie-Fallen. Weil die haben es bis jetzt echt sehr gut gebracht. So, hier hinten sehe ich jetzt auch nicht mehr, wo ich überhaupt meine Dinger platziere. Bisschen suboptimal alles. Aber wir können alles wieder umbauen. So, das sollte fürs Erste reichen. Dann starten wir mal direkt in den Kampf. Und gucken uns mal diese Flieger an, was die so drauf haben. Die haben auf jeden Fall ein sehr zahnriediges Geräusch, würde ich es mal beschreiben. Und machen akkuraten, ganz akkuraten Schaden. Das passt schon. So, unsere Flaks sind noch ganz stark dagegen. Und da zerstört dieses dämliche Flieger-Dings auch schon unsere Fallen. Wir können gar nicht so schnell agieren, dass die da uns nichts zerstören. Also sind Fallen vielleicht doch nicht so die allerbeste Idee, um dagegen zu wirken. Vor allem da ich bis jetzt noch keine Hexe gesehen habe. Also war das wahrscheinlich bis jetzt eher Geldrauswurf. So, wir konzentrieren uns mal auf diese Fliegeldinger hier, weil mir gefällt es nicht, dass sie uns das Fallen zerstören. Die Fallen haben bis jetzt immer gute Dienste erwiesen. So, wir müssen aber natürlich auch ein bisschen gegen reparieren. Das bleibt wohl nie aus. Und ich glaube, die, ja, von der Falle können wir uns auch schon verabschieden. Tschüss, 125 Quellsfalle. So, wir können mal unsere Blitzattacke einsetzen, weil anscheinend kommen die Gegner in dieser Welle noch nicht in einer hohen Konzentration. So, immer schön zum Quells laufen. So, also zwei Flak-Türme machen ihre Arbeit schon ganz gut. Das werde ich mal da hinten auch noch ergänzen. Nein, du lässt meine Falle in Ruhe. So, dann haben wir auch nur noch eine Minute. Beziehungsweise die Feinde haben noch eine Minute. Ich bin ja froh, wenn es hier vorbei ist. Jetzt müssen wir sogar zwei. Jetzt haben wir sogar zwei Dinger hiervon. Und ich glaube, das eine macht gerade meine Falle kaputt. Ich erkenne leider nie richtig, was sie gerade machen, weil vor allem, wenn die Fallen hinter Türme liegen. Ich glaube, wir haben da überhaupt keine Falle mehr. Aber reparieren wir hier schon mal ein bisschen gegen. Fallen da unten auch. So, das sollten die Kanone trotzdem hinkriegen, da einen von diesen Soldaten, das Soldat zu killen. Genauso wie da oben.
Sehr gut. Die zwei Quells haben wir auch noch bekommen. Gefällt mir alles sehr gut. Und dann gehen wir rüber in die Phase des Bauens. Unsere Aufgabe ist immer noch, den Herrn Blaukel zu schützen. Und dann gucken wir mal. Einmal hier ein bisschen reparieren. Und dann haben wir erkannt, dass zwei ausreichend sind. Also platzieren wir einfach hier mittig noch eine. Und hier sogar ganz außen noch eine, weil wir einfach crazy sind. Zusätzlich können wir ja hier noch eine Kanone platzieren. Die können ja nicht angegriffen werden von den Uhrwerkern. Und habe ich gerade irgendwas gebaut? Ne. Fallen lohnen sich anscheinend nicht. Das heißt, wir gehen mal in die Direct Defense. Wir können theoretisch Direct Defense, indem wir einfach hier drin was platzieren, um Blaukel letztendlich zu schützen. Oder aber wir gehen in die Outer Defense und stellen hier noch ein paar Türme hin. Oder wir lassen es einfach die Quells und gucken denn. Ja, wir wollen fortfahren. Und gucken dann einfach mal, was wir in der nächsten Folge damit anfangen können. Ich bedanke mich vielmals fürs Zusehen, wünsche euch allen noch einen schönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss.